Hallo! Heute gibt es ein neues Video aus dem Tierrefugium Hanau und wir möchten euch einen Hund vorstellen, den kleinen Bartolomeo, der sich aktuell noch bei unserer Tierschutzfreundin Valentina in Süditalien befindet. Bartolomeo ist einer der vielen Hunde in Süditalien, die wirklich ein sehr, sehr schlimmes Leben hinter sich haben. 13 Jahre lang pure Qual, man kann es nicht anders sagen. Bartolomeo lebte 13 Jahre an einer sehr, sehr kurzen Kette. Diese Kette wurde im Sommer sehr, sehr heiß und im Winter eiskalt. Er hatte lediglich die Möglichkeit, sich hinzulegen, aber keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form frei zu bewegen. Unserer Tierschutzfreundin Valentina ist diese Situation aufgefallen. Sie ist zu den Besitzern gegangen und hat versucht, mit ihnen das Gespräch zu suchen. Und sie wollte wissen, warum Bartolomeo, ein wirklich sehr, sehr kleiner Hund, sein ganzes Leben an der Kette fristen musste. Die Leute haben gesagt, dass sie einfach kein Interesse an Bartolomeo haben und er so nicht die Möglichkeit hat, abzuhauen. Und deswegen lebt er eben an der Kette. Valentina hat daraufhin angedroht, die Polizei einzuschalten. Denn auch in Süditalien gibt es Tierschutzgesetze, an die sich die Leute zu halten haben. Und daraufhin haben die Leute Angst bekommen und gesagt, dass sie nicht die Polizei einschalten soll. Und sie hat ihnen angeboten, den alten kleinen Mann in ihrem Tierrefugium aufzunehmen und ihm dort ein wesentlich besseres Leben zu ermöglichen. Bartolomeo ist unglaublich lieb. Er ist sehr, sehr anhänglich, verschmust und sucht den Kontakt zu Menschen. Und er ist sehr nett mit Kindern und sehr verträglich mit anderen Hunden. Also würde er auch sich prima als Zweithund eignen. Wir wissen, dass er schon ein sehr fortgeschrittenes Alter hat. Aber wir möchten daran glauben, dass irgendwo da draußen Menschen sind, die über das Alter hinwegsehen und das wundervolle Wesen dieses einfach zuckersüßen kleinen Rüden erkennen. Bartolomeo befindet sich, wie gesagt, aktuell noch in Süditalien bei Valentina, kann aber bei Interesse im Tierrefugium Hanau aufgenommen werden und ihr könntet ihn dann hier kennenlernen. Er ist wirklich ein ganz, ganz süßer Kerl und nur weil er schon ein etwas fortgeschritteneres Alter hat, sollte es kein Grund sein, dass dieser Hund nicht einmal in seinem Leben die Wärme und Liebe einer eigenen Familie kennenlernt. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist ein ganz toller, süßer Mann und genau sowas haben wir gesucht, dann meldet euch bitte im Tierrefugium Hanau. Die Kontaktdaten blende ich euch hier unten ein, ruft an, schreibt uns eine Mail und wir informieren euch dann gerne weiter über Bartolomeo, wie es ihm geht und wann er im Tierrefugium Hanau aufgenommen werden könnte. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir hoffen, dass der kleine Bartolomeo eine wirkliche Chance in seinem Leben bekommt, eine Familie für sich zu haben, geliebt zu werden, ein warmes Bettchen zu bekommen und seinen Lebensabend ja in Sicherheit und Liebe zu verbringen. Und wir schicken euch aus dem Tierrefugium Hanau ganz liebe Grüße!